Ja, hallo, liebe Freunde. Es ist wieder bald soweit. Noch hängt das Laub an den Bäumen, aber die Vogelfütterung kann jetzt schon beginnen. Manche von uns füttern die Vögel das ganze Jahr über. Kann man machen, aber es besteht natürlich ein Problem: die Vögel werden faul. Und mir ist letztens, als ich durch den Wald gegangen bin, etwas aufgefallen. Das möchte ich euch zeigen. Guckt mal hier. Tja, im Prinzip füttert man die Vögel völlig falsch. Eigentlich soll man die Vögel im Wald und auf der Flur überhaupt nicht füttern. Warum? Die Vögel gewöhnen sich daran, dass sie auch immer wieder Futter bekommen vom Menschen und verlernen im Prinzip selbst Futter zu suchen. Und das ist das Problem, weil die Vögel nämlich jämmerlich verhungern, weil sie sich darauf verlassen, dass sie vom Menschen gefüttert werden. Was anderes ist natürlich, wenn man zu Hause füttert, am Fenster, da hat man oft dann auch ein Vogelhäuschen oder ähnliches. Aber hier im Wald besteht genug Nahrung für die Vögel und sie finden auch Nahrung. Und wenn es mal keine Nahrung gibt, dann begeben sich die Vögel natürlich auf Suche. Sie können ja fliegen, ja? Also sie bleiben ja nicht an Ort und Stelle und sie finden ihr Futter. Aber es geht gar nicht, dass sie abhängig werden vom Menschen. Denn dann erreichen wir genau das Gegenteil, und zwar, dass sie jämmerlich verhungern. Und das will nun wirklich keiner. Dazu besteht natürlich noch das Problem, dass diese sogenannten Maiselknödel mit diesem Plastikumhang, mit diesen Gittern, die hängen dann an den Bäumen. Und was haben wir dann? Umweltverschmutzung. Plaste braucht ewig, um es zersetzt zu werden. Das wollen wir nicht. Also am besten lasst es so, wie es ist. Erfreut euch daran, dass die Vögel noch da sind, dass eine gewisse Biodiversität vorhanden ist. Und am besten füttert vor dem Fenster mit einem Vogelhäuschen und erfreut euch an der Vielfalt der Vogelwelt. Das soweit von mir. Und denkt daran, lieber weniger füttern, aber richtig. Und dann können wir uns auch an den Vögeln erfreuen.